Sie jetzt hier noch einmal ganz herzlich willkommen im Namen der Fakultät für Chemie und Pharmazie. Unser Dekan ist Pharmazeut, ich bin Chemikerin, weshalb wir gedacht haben, es ist sinnvoller, wenn ich euch hier begrüße. Die Frage ist natürlich, warum seid ihr alle hier? Meine Vermutung ist, dass ihr alle Chemie prima findet und deshalb gedacht habt, so ein MINT-Camp ist ja eine tolle Idee. Wie habt ihr angefangen? Vielleicht habt ihr ein Gummibärchen genommen und die Mikrowelle getan und hinter die Mikrowelle aufgeräumt. Chemiker gehören zu den Leuten in den Naturwissenschaften, die sich darum kümmern, wie wir Probleme lösen. Wie können wir in 2050 die 9 bis 10 Milliarden Leute ernähren? Da haben Chemiker auch einen großen Beitrag, den sie leisten können. Natürlich braucht ihr Spaß und Neugier an Chemie und Naturwissenschaften. Ohne das geht das gar nicht. Aber im Endeffekt für diese Woche kann ich dir sagen, wir freuen uns auf euch und wir hoffen, dass ihr richtig viel Spaß habt. Ich möchte mich auch kurz vorstellen, mein Name ist Armin Wolf. Grundsätzlich leite ich mal die Sportredaktion vom Funkhaus Regensburg. Das ist ein sehr, sehr großer Radiosender, begleitet auch viele Sportveranstaltungen, bin als Reporter beim, kennt ihr vielleicht, SSV am Regensburg, bei jedem Spiel dabei, bin bei den Eisbären dabei. Und bin auch als Moderator bei großen Veranstaltungen tätig. In diesem ganzen Zusammenhang habe ich von eurem Projekt gehört, bin natürlich hellhörig geworden. Es ist ein Camp, klingt schon nach Trainingslager und Trainingscamp, wie beim Sport. Mich freut es ganz besonders, denn ich habe an dieser Uni vor ziemlich genau 46 Jahren angefangen zu studieren, nach dem Motto, Lehrer möchte ich werden. Mathematik möchte ich studieren und bitte, ich weiß nicht warum damals, aber damals auf gar keinen Fall Physik, was gibt es denn noch? Und bin auf diese Weise mehr zufällig an die Chemie geraten und habe an dieser Uni die Chemie lieben gelernt und habe dann auch hier an dieser Uni in Chemie promoviert und es ist jetzt mein Herzensfach und ich hoffe, dass es euch genauso geht, dass ihr in dieser Woche infiziert werdet und dass ihr euch entscheidet für ein naturwissenschaftliches Studium und wenn es dann die Chemie ist, dann wäre es natürlich aus meiner Sicht ganz besonders toll. Die Fakultät für Chemie zeichnet sich auch durch Innovationsfreude und die lassen sich auch auf so ein Abenteuer wie dieses Camp ein und das ist aus meiner Sicht ein besonders positives Zeichen dieser Uni. Und ich wünsche euch viel Spaß, viele interessante Erfahrungen, nicht nur fachlicher Art, sondern auch sportlicher Art, kultureller Art. Es wird bestimmt eine tolle Fastwoche.